Seid ihr es auch leid, wenn so etwas beim Umräumen passiert? Kein Bock auf desolate, wertgeminderte Boxen mehr? Ihr hättet gern etwas, um solche Schäden zu verhindern? Gibt es doch! King's Shield, der beste Schutz für eure Schätze. Nie mehr Dellen, nie mehr Kratzer. Ab 1,20 Euro. Normaler Schutz reicht euch nicht? Dann werdet extrem mit den Extreme Protektoren. Extra dick, extra stabil. Die halten richtig was aus. Ab 1,45 Euro. Und für die Großen gibt's ab 2,65 Euro auch was. In Oversized. Für die ganz dicken Brocken. Jetzt erhältlich unter www.kingsshield.de. Kauft jetzt! Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ihr habt schon mitgekriegt, heute reden wir über Schutz, denn Schutz ist wichtig. Ich habe hier ein paar schöne Sachen vor mir liegen und die werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. King's Loot hat nämlich jetzt Protektoren im Angebot. Jawohl, für eure Funko Pops. Protection. Ne? Schutz ist wichtig. Es gibt diese Dinger in drei verschiedenen Ausführungen. Da gibt es einmal die Classic-Variante, das sind die hier. Dann gibt es die etwas stärkere Extreme-Variante mit stärkerem Plastik. Und es gibt die großen Extra-Large, ne? Für die großen Jungs, für die 6 Zoll Pops. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt wollt ihr aber auch wissen, wo kriegt ihr die? Kriegt ihr bei www.kingsshield.de oder auch über kingsloot.de. Da müsst ihr dann nochmal suchen auf der Webseite, wo ihr das findet. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. So, was machen wir? Was machen wir? Bauen wir sie mal zusammen? Machen wir einfach. Ja, wenn ihr so einen Protektor habt, wir fangen mal mit dem dünnen an. Ja, dann ist hier wohl irgendwie noch eine Schutzschicht drauf. Das sieht man hier, die kann man abziehen. Ja, da ist dann noch so eine Protection für die Protection drauf. Ja, einfach damit ihr nicht gleich Kratzer drin habt. Das ist schon mal sehr schön. Das zupfelt hier halt einmal ab. Wenn ihr das abhabt, dann seid ihr schon set und dann braucht ihr sie nur noch so falten. Ihr drückt sie halt einmal im Prinzip so auseinander, dann haken die hier unten schon ein, seht ihr schon, und schon habt ihr ihn aufgebaut. Sieht jetzt natürlich noch ein bisschen komisch aus, das muss man noch ein bisschen in Form bringen, das Ganze. Aber da kann man dann theoretisch schon einen Pop reinstecken und das machen wir auch einfach gleich mal. Ich habe hier zufälligerweise den Silent Bob. Silent Bob, der ist ja schon ein bisschen was wert und der soll geschützt werden, deswegen kommt der hier jetzt rein. Zack, schon ist er drin im Protektor, Klappe zu. Affe tot sagt man, aber in diesem Falle Pop geschützt. Ja, und schon habe ich meinen Pop in einem Protektor geschützt. Ja. So, ich habe hier auch noch einen Pennywise mit 10. Oh, Pennywise. Ja. Und da der mir ganz besonders wichtig ist, soll der natürlich in diesen Protektor. Ich weiß nicht, ob hier auch eine Schutzschicht drauf ist. Ich glaube, hier ist jetzt gerade keine Schutzschicht drauf. Da kann ich aber nicht sagen, ob die nicht grundlegend nicht drauf ist oder ob die jetzt in meinem Protektor noch nicht drauf ist. Oder ich finde sie halt einfach noch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich zu blöd bin, das zu sehen. Aber ich glaube, hier ist keine drauf. Ne, ich glaube, bei den dicken Protektoren ist keine Schutzschicht drauf. Ne? Aber auch hier einfach Pop rein. Ne? Und dann oben den Deckel zu und schon ist euer Pop absolut geschützt. Ne? Die Montage ist äußerst einfach. Das einzig Schwierige ist, hinten die Lasche reinzukriegen. Ne? Und schon habt ihr auch diesen Pop geschützt und der Protektor ist wirklich sehr stabil. Da kann einem gar nichts mehr passieren und sieht auch gut aus. So. Und jetzt habe ich natürlich noch den großen für euch. Ich habe hier noch einen Godzilla. Der fällt ein bisschen auseinander, fällt mir gerade auf. Auch dafür sind diese Protektoren gut, weil der Klebstoff ist nicht besonders gut. Und hier an der Seite seht ihr schon, der Klebstoff der Box löst sich. Das ist ein wirklich cooler Pop, der inzwischen auch einen recht guten Wert hat. Ne? Irgendwie $120 gerade beim Price Guide. Und den wollen wir natürlich auch beschützen. Deswegen haben wir hier den Oversized Protector. Der Oversized Protector ist ebenfalls mit einer Schutzschicht geschützt, die wir jetzt abziehen werden. An den Innenseiten müsst ihr ein bisschen fummeln und dann habt ihr das auch.
Und der baut sich natürlich ganz genauso zusammen. Einfach im Prinzip einmal knicken, bis er einhakt unten und schon habt ihr ihn aufgestellt. Noch ein bisschen gerade zupfeln und dann kann der Pop da auch schon rein. Na, und dann passiert dem nichts mehr. Einfach reinschieben. Vorsichtig, damit nichts kaputt geht beim Reinschieben. Oben die Kanten einknicken, reinfalten und dann die Lasche möglichst irgendwie so einsetzen, dass die außen sitzt. Und dann seid ihr auch schon fertig. Na, hierbei kann noch ein bisschen was passieren, also vorsichtig dabei. So, und schon ist auch der 6 Zoll geschützt. Ja, ihr seht schon. Schutz für alle. Ne? Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Protektoren. www.kingsschienen.de, da könnt ihr die kriegen. Denn eure Schätze sollen geschützt sein. Und das sind sie mit den Protektoren von King's Loot. Ja. Also, bestellen. Ne? Kleine Werbesendung hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schützt eure Funko Pops auch mit diesen Protektoren. Solltet ihr tun. Ne? Denn wenn einer runterfällt, dann ist es meistens nicht mehr so schön. Mehr habe ich euch heute nicht zu erzählen. Das war's schon. Ja, ging relativ fix. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ne? Wenn ihr ein Abo dalasst, dann freue ich mich auch richtig. Und einfach beim nächsten Mal wieder anschalten. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.